Hier haben wir jetzt den Trailer. Ich würde sagen, wir reagieren mal auf den Trailer. Der geht 1 Minute 40, geht der? 1 Minute 40? Ich bin ein Hype. Ich bin der absolute Alan Wake Fanboy. Also schauen wir uns den Trailer mal an. I'm trapped here. In this nightmare. I write to escape. Every word is a step forward. And a darkness. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. So you knew our victim. Only the. Ah, hier ist hier die Stadt Bright Falls, ne? Habe ich ja im ersten Teil schon geliebt. Ich bin gespannt, wie sie in dieser schöneren, aktuellen Grafik aussehen wird. Bin ich wirklich mal gespannt. Rumors. He was chasing a writer. Die Hütte einfach, ne? Auch total cool. Auch nach wie vor so, wie sie vorher war. Dieser Fernseher in der Ecke, oben diese Eule, diese Figur. Someone knew they were here. Was playing a game with them. Killer left a message. It's for us. The text is about us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. Oh nice, hier haben wir ein bisschen Gameplay. Ich will gar nicht unterbrechen. Gameplay. Something. I'm forgetting. Something important. Something's not right! Easy now. First things first. What's your name? Auch diese Musik gerade am Ende wieder, ne? Diese Melodie. Geil, wie im ersten Teil. Auch überhaupt, die setzen scheinbar viel mehr auf Horror. Das gefällt mir sehr. Die gehen mehr auf Horror scheinbar. Und man hat auch gesehen, die Frau, die FBI-Agentin, die hat so eine Seite aufgehoben. Das war, glaube ich, so eine Manuskriptseite wie im ersten Teil, was dann eben die Geschichte spoilert. Scheinbar hat das auch wieder so eine gewisse Bedeutung in den Teil. Ich hoffe. Also, ich bin absolut in Hype. Das Spiel ist auch schon in der Wunschliste, wird auch vorbestellt. Und natürlich auf meinem Kanal werde ich das Spiel komplett auseinandernehmen. Ich werde nach Easter Eggs suchen, Geheimnisse, Secrets, alles, Story, Gameplay hochladen, alles, was nur so geht. Ich freue mich auf das Spiel. Das wird, glaube ich, komplett geil, das Game.